Online. Guten Morgen in der Türkei hier. Ich bin wieder am Strand und heute gehen wir mal rechts das Zentrum runter. Guck mal. Ich wollte euch mal so ein bisschen die andere Richtung zeigen. Heute Morgen ist ein bisschen wettig hier. Ja, ihr hört es auch, glaube ich, von dem Geräuschkulisse. Einfach heute mal ein bisschen bewegtes Wasser. Und wir befinden uns hier gerade am Melastrand und gehen mal so Richtung Detmold runter. Ich habe gestern die Frage gekriegt, ob ich mal den Strand aufheben kann. War ich natürlich glatt. Und es ist von hier aus so ja, knapper Kilometer. Und zeige ich euch gleich mal, wie das da in die Richtung aussieht. Wir gehen jetzt hier Richtung Himera. Zwischen Melas und Himera ist hier so ein bisschen originale Küste. Mit Steinen. Aber keine Panik. Das war ein schöner Strand hier. Und das Himera hat hier einen Steg. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Wenn da Wellen sind, dann darfst du nicht seekrank werden, weil da packt schon ein bisschen. Ja, könnt ihr hier mal gucken. Das war ganz lustig, ich zeige es bald daher nochmal, wenn ich zurückkomme. Das ist lustig, wenn die ersten auf den Steg raufgehen und dann panikartig wieder zurücklaufen. Das ist die Mega hier, das ist der Strand. Gesperrt hier der Steg. Ich habe wirklich Angst, dass die Leute segeln können. Das Wasser steht dort ein bisschen höher als sonst, aber trotzdem schön hier. Wir haben so ungefähr 20 Grad. Heute Morgen geht ein bisschen Wind und heute soll es richtig warm werden. Auch bei den 30 Grad machen. Ich zeige das mal. Das ist das Melas Hotel. Hier vorne ist das Himera. Macht da hier gleich einen Wassersport. Ich habe da ganz nette Verkäufer. Joe, den haben wir hier mal vor. Ungefähr 2 Jahren haben wir den aufgegabelt hier. Der läuft ja mal krank und verkauft euch hier den Wassersport. Und wenn ihr Lust habt, einfach ihn anquatschen. Kleiner Dicker mit Bart. Ganz sympathisches Kerlchen. Und der beißt euch auch nicht. Einfach mal zeigen lassen, was er so hat. So. Und ich habe es auch versprochen, wir gucken uns heute mal das Deffen ein bisschen an, am Strand. Ihr seht, das Deffen ist ein sehr breit gezogenes Hotel, es besteht aus 3 Hotels. Und die haben wirklich einen sehr breiten Strand. Die Sonnenschirme sind ein bisschen weiter nach hinten versetzt. Hier ist auch noch nicht, glaube ich, voll aufgebaut. Ist morgens sehr ruhig. Scheint ein sehr entspanntes Hotel zu sein. Ich nenne es so ein bisschen die Spätaufsteher. Ja, also Vormittag ist hier am Strand wenig los, aber ihr seht das, Riesenfläche. Und hier könnt ihr ganz entspannt auch vorne liegen. Wir haben auch einen schönen Strand hier. Ich werde es mal hier zeigen. Ich nehme ihn noch mal ein bisschen. Ja, das ist das Himera. Das Deffen, Entschuldigung. Und im Sommer mehr besucht. Hier ist im Frühjahr und im Winter nur das mittlere geöffnet. Wie gesagt, es sind 3 kleine Hotels. Die haben auch noch einen 4. Park oben drauf. Das heißt, wer nicht direkt am Strand liegen möchte, ja, ihr seht es von der Anlage her, sind die direkt am Strand hier. Gibt es auch die Möglichkeit an der Straße. Noch ein Defne, nennt sich das Ganze, zu buchen. Aber es ist ein bisschen an der Hauptstraße und hat keinen unmittelbaren Strandzugang. Was toll ist, ich glaube, ich habe das schon mal gesagt,
Ich kann es mal zeigen. Die haben hier, wenn ihr beim Deffen seid, so tolle Eingänge. Das heißt, da hinten, wo das Deffen dran steht, das ist zu dem Apollo-Tempel nachempfunden. Den Apollo-Tempel findet ihr mal hier unten in Stiede. Und genau das haben die hier auch mit den Eingängen gemacht. Und was ich auch toll finde, wenn ihr direkt vor dem Ding steht, da hinten sind Palmen, die sind mit den blauen Augen hier geschmückt, mit gehäkelten Topflappen, hätte ich fast gesagt, aber so ähnlich sieht das aus. Ganz toll, ich zeig's dir nachher nochmal, wenn ich am Strand zurückgehe. Und wie gesagt, drei Teile. Das Deffner Star, das Deffner Anna und den dritten Namen wollte ich vergessen, aber den liefere ich nach. Und aber eine riesen Anlage hier und wirklich auch für jeden was dabei. Die sollen auch sehr schöne Wassersportanlagen haben. Ist ein bisschen flacher gehalten, aber ihr habt hier oben habt ihr den Überblick übers Meer. Das heißt, ihr sitzt da hinten durch die Palmen durch. Die Zimmer haben hier Meerblick. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann habt ihr hier auch eine schöne Aussicht. Und sehr ruhiger Strand. So Leben kommt hier meistens so gegen 10, 11 auf, aber trotzdem immer noch übersichtlich. Was mir persönlich nicht so gefällt, sind die Sonnenschirme. Die sind zwar so von der Optik her, so aus Holz, aber für mich recht schmal. Und wenn du hier im Hochsommer bist, dann ist es schon schön, wenn du hier auch Schatten hast. Weil die Sonne hat doch erhebliche Kraft. Und das Lustige ist, ich sehe immer welche, die hier am Strand liegen, die dann noch einen richtigen Sonnenbrand haben. Und das finde ich nicht so schön. Aber für die Sonnenhungrigen unter euch ein wirklich schönes Hotel. Und natürlich gibt es auch ein bisschen Schatten dahinter. Ja, es geht auch noch ein Stück weiter, ihr seht, es zieht sich hier runter, das ist der zweite Part, wir haben eben das Deffner Star gehabt und das letzte Hotel Richtung Stiede ist hier das Deffner Anna, auch wieder mit dem Apollo Tempel, was ich gesagt habe, und es ist auch ein sehr beliebtes Fotomotiv, abends die Leute, die an der Promenade oben rumlaufen. Gehen immer wieder hin und machen mit den beleuchteten Tor hier oder beziehungsweise den Löwen, die davor sitzen, immer wieder schöne Fotos. Also wenn ihr sowas mal haben wollt, einfach noch vorstellen. Und ihr seht, es ist eine traumhaft schöne Anlage. Schön mit Palmen. Und wie gesagt, viel Platz. Soweit ich weiß, eher von Familien besucht. Und viele Stammkunden, ja, also hat manchmal Vor- und Nachteile. Ich habe bis jetzt noch Gutes gehört. Stell ich nochmal. Hier hinten sind dann wieder mein Hotel des Mählers hinten drin, aber man sieht, wie breit der Strand hier ist. Und ich zeige euch mal vom Strand hier runter. Tolles Wasser, ja, toller Strand. Hier könnt ihr ganz gemütlich reingehen. Ist relativ flach hier vorne. Also auch für kleine Kinder geeignet. Da habe ich jetzt auch mal vor kurzem die Frage bekommen. Kann man Kinder rein? Ja, schaut sich an. Also hier vorne pflanzen immer die Kinder. Eins, was hier, wo ein bisschen aufpassen muss, es ist ein bisschen Liegel und Strand ein bisschen Abstand. Aber nehmt euch auch mal ein Handtuch mit und setzt euch auf. So, dann gehen wir ein Stück weiter. Bleibt mal hier auf dem Meer. So, jetzt kommen wir zum Stiede Star Eleganz hier runter. Da hinten seht ihr schon, so ein bisschen auch nach hinten gesetzt. Da müsst ihr ein bisschen laufen, wenn ihr da rein wollt. Aber auch schön vom Strand her. Allerdings wisst ihr hier schon, es ist ein bisschen enger als beim Disney. Und ja, mir persönlich, ich mag lieber ein bisschen breitere Strände. Muss aber jeder da sein.
der Spannkette sieht das bei Allgang. Immer gut besucht. Leben in der Bude. Das hier hat der Mann schon. A, schöne Sonne. Und B, auch schon ein bisschen Leben am Strand. Lass mich nicht täuschen, der Strand ist normalerweise breiter, aber heute spielt das Wasser ein bisschen höher. Von daher. Das sieht vielleicht mal gerade ein bisschen schmal aus. Ist in Wirklichkeit aber normalerweise noch so 5 bis 10 Meter länger hier. Kennt ihr das Linder-Restaurant? Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, da ist so eine Tattoo-Bude. Da kann man sich tätowieren lassen. Hab ich alles schon mal gezeigt. Guck mal, vielleicht am Rundweg nochmal vorbei. Da könnt ihr das besser sehen. Die Lautstärke geht heute. Wenn er jetzt gerade rumlauft, es ist doch laut gerade durch die Wellen. Und ich hoffe, er kriegt den Ton noch bei mir einigermaßen mit. Und wie letztes Mal schon erwähnt, ich habe also alle 500 Meter habt ihr Wassersport. Einfach bei den Jungs mal reingucken. Und jetzt sind wir am Bauhaus Paradise hier. Auch die haben normalerweise einen total breiten Strand. Sieht man halt auch nicht so. Aber hier kann man auch ganz gemütlich reingehen. Ich weiß nicht, wie gut der Besuch ist. Aber auch hier kommt ein Leben nach oben. Mal sehen, wer gewinnt. Ja. Okay, ist gut. Gut. Schauen wir ein bisschen weiter. Immer noch Sauros hier. Hier hinten scheint man nicht fertig zu sein mit dem Schirm. Oder wollen nicht so viel Schirm hinstellen. Ihr seht, wenn ich jetzt hier runter gucke, Richtung Ziele wird der Strand immer schmaler. Das ist, ja, die Ecke hier oben ist noch klasse. Je weiter ihr nach Ziele runterkommt, desto schlechter oder schmaler wird der Strand. Bin ich persönlich nicht so gut. Aber naja. Ich habe euch gestern die Gegenrichtung gezeigt. Da werden die Sperren noch breiter als hier. Und die Hotels sind auch gut. Bis hier unten bis zum Akanthus. Falls ihr mal bis dahin runterlaufen. Ist aber auch alles schön. Und ist egal wo du bist. Könnt ihr eigentlich hingehen. So, ich werde jetzt mal eins machen. Das war die kleine Morgenrunde am Strand. Und jetzt gehen wir mal hier hoch. Und dann seid ihr wieder auf der Promenade. Ich fast auf die Nase gefallen. Hier kommt er nach Ziele runter. Sind jetzt gerade am Ziele-Prinzess.
sollte jetzt auch ein bisschen. Was war das? Ihr seht das nochmal, ist am Strand noch nicht so viel los. Heute ist Bazar. Deswegen läuft der eine oder andere hier schon rum. Und ich nehme mich mal mit in der Promenade zurück. Ich habe da so kleine Supermärkte. Das sind kleine Supermärkte. Ich würde euch mal Getränk holen, wenn ihr nicht zur Strandbar wollt. Und ich nehme jetzt einfach mit einer Promenade zurück hier zu meinem Hotel. Ihr habt ja das Horus Paradise. Die haben hier vorne auch das Schwimmerzimmer, wer das möchte. Ich glaube, Pool haben sie nicht davor, aber ihr habt zumindest einen schönen Balkon. Könnt ihr euch hier schön im Garten hinlegen. Das Schwimmerzimmer ist ein bisschen weiter runter. Da fällt mir einmal das Acanthus Kennet ein, von der Barwood-Kette. Ja, die haben das direkt auch mit Pool hinten dran. Aber es gibt viele Hotels, die auch dieses Schwimmerzimmer mittlerweile anbieten. Allerdings in unmittelbarer Strandlage gibt es noch nicht so viele. So, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Oh, hier ist ganz blutig. Ich nehme euch trotzdem mit. Mal ab und zu einen Blick nach unten werfen hier. Da haben sie gerade Wasser gesprüht. Und das war jetzt doch ein bisschen glatt. So, wie gesagt, Promenade zurück. Das ist gerade das Horus Paradise hier. Laufen jetzt weiter und kommen jetzt gleich wieder zum Silvester Eleganz an der Promenade lang. Das ist Sandy Beach noch zwischen, wer es kennt. Sieht man auch, die Leute gehen jetzt langsam zum Strand. Wir sind noch die ersten, die einen Kaffee genießen, vielleicht noch frühstücken. Aber der Strand füllt sich langsam. Das ist ein schöner Effekt. Was wir das ja nicht haben, sind diese, sehen wir sie mal, Handtuchtouristen. Was mir das ja hier auffällt, dieser Handtuch-Tourismus, der sonst immer hier herrscht, wo sie morgens um 4 Uhr ihre ersten Handtücher an die Liegen packen, der scheint jetzt ja nicht so zu sein. Mal gucken, wie das im Sommer hier wird. Aber im Moment ist es wirklich so, ihr habt jede Menge freie Liegen, auch in erster Reihe, ja, egal welches Hotel ihr hält. Und dieser Wahnsinn ist ja nicht da zu sein. So, und ich habe da einen ganz beliebten Ausflugspromoter. Das ist der Toni Magroli. Toni, darf ich den Film? Ja? Ja, genau. Gut, und selber? Ja. Ja, Toni kauft ja Ausflüge, ja, direkt am Strand. Ist hier gegenüber vom Linda Hotel. Ja, und macht ganz tolle. Das stimmt. Ja, ich habe das falsch erzählt. Silvester Eleganz. Genau. Ne? Und der steht hier morgens eigentlich immer, ja, oder hat abends seinen Stand hier. Ja, geht einfach mal vorbei, ganz netter Mensch, der macht schöne Ausflüge, ja, und da seid ihr gut aufgehoben. Alles klar, ich wünsche einen schönen Tag. Schönen Abend. So, da sind wir nämlich jetzt auch beim Silvester Eleganz. Ich weiß noch, warum ich es verwechselt habe, das ist Linda Bar und nicht das Linda Hotel. Das Linda Hotel ist woanders. Aber, wie gesagt, hier vorne
steht der gute Mensch. Und da oben sieht man es auch, Linda Restaurant. Gibt so viele Lindas hier. Und hier wird jetzt gerade auch aufgeräumt. Könnt ihr mal gucken, dass ich euch kein Shit erzähle. 23 Grad zeigt das Ding hier. Und gehen wir weiter. Ich will mein Handy hier nicht mehr. Warte mal einen kleinen Moment. Jetzt seht ihr mich kurz nicht mehr. Ein bisschen rumfummeln. So, jetzt haben wir es wieder im richtigen Format. Ich nehme mich weiter mit. Das ist jetzt schon mal gezeigt. Hier sind auch so private Anlagen dazwischen. Das sind keine Hotels. Das sind so Wohnungen. Die könnt ihr kaufen und mieten. Und die haben hier so auch hier einen eigenen Strand. Und die können auch öffentlich hier liegen. Das heißt, die liegen, die hier vorne zwischen sind. Das sind öffentliche Dinge. Wenn ihr weiter außerhalb seid, anderes Hotel, und wollt ihr auch mal hierher. Könnt ihr hier parken. Und einfach, was ihr überall habt, sind Katzen. Ja, du siehst, auch die wollen ein bisschen Sonnen. Auch die wollen ein bisschen Spaß haben. Gehen wir mal auf eine Straßenseite, das war das, was ich vorhin schon vom Strand gezeigt habe. Ja, hier sieht man jetzt so die Anlage, das ist Defne Anna hier vorne. Und das zieht sich praktisch bis zu der Fahne, die ihr vorne seht. Das Hotel. Und es ist wirklich überschaubar. Mit ausreichend Platz. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hier ist morgens nicht so viel los, aber trotzdem schön. Ihr seht es auch, ne, von den Dingen her, ihr habt genug Platz dazwischen. Und das war das, was ich vorhin auch schon erwähnt habe. Hier sind so kleine Löwen, ja, abends wird das beleuchtet. Und das scheint wirklich ein beliebtes Fotomotiv zu sein, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Nehmen die immer wieder gerne mit. Ich kann noch mal reinblenden hier. Das ist, glaube ich, die Strandbar, wenn ich mich recht erinnere. Da könnt ihr mal reingucken. Und dann sieht es auch hier mit den Palmen, das zeige ich euch gleich vorne nochmal. Tolle Anlage, schön gepflegt. Und man kann ja ganz bequem morgens rumlaufen. Ihr seht, es ist nicht viel los auf der Promenade. Macht bei 40 Grad nicht so viel Spaß, aber jetzt so um die Jahreszeit optimal, mal so einen kleinen Morgenspaziergang zu machen. Und wir sind immer noch in den Defne Hotels. Defne Star. Auch mal einen Blick hier in die Anlage reinwerfen. Wieder die Löwen. Und das war das, was ich vorhin meinte. Ja, hier sind die Palmen so geschmückt mit den blauen Augen. Sieht schön aus, wird abends auch beleuchtet. Und weiter. Letzte Dampfrand immer noch gleich aus. Viel Platz dazwischen. Von der Anlage. Ja, wir lassen die nochmal hier durch. So, jetzt bin ich natürlich aufgeschmissen. Wie gesagt, es sind drei Teile. Ich weiß aber nicht mehr, wie das zu der heißt. Das ist ja vielleicht sogar besser. Da
wird gerade am Schild gebastelt. Ich habe jetzt gedacht, ich kann aber ablesen. Ja, aber da müssen wir dann nochmal selber nachgucken. Das ist hier hinten so der kleine Part. Der wird auch nur geöffnet, wenn das Hotel richtig voll ist. Aber auch schön gelegen. Aber auch wie gesagt nicht durchgängig geöffnet. Das ist glaube ich nur der mittlere Part. Gut. Ah, hier unten steht's. Ist doch Glück gehabt. Defne Defne. Hier unten. Und wie gesagt, das Hotel besteht aus drei verschiedenen Teilen. Und zuerst wird der mittlere Part und der hintere Part genommen. Und dann ist der Part eröffnet. Und wenn alle drei gut besucht sind, dann gibt es noch das in der Straße. So, jetzt sind wir wieder hier am Humera. Auch hier noch nicht viel los. Aber auch gut besucht. Die haben bisher wirklich ein bisschen was getan am Strand. Das hat mir letztes Jahr nicht so gut gefallen. Aber ihr seht, ja, hier auch schön aufgeräumt. Schöne Liegen. Könnt ihr hin und her rollen. Schöne Auflagen. Was ich schön finde, die haben ganz viel hier im Frühjahr in der Anlage getan. Hier war letztes Jahr der Rasen nicht so prickelnd. Aber ich weiß, die haben das im Frühjahr alles neu gemacht. Und die haben hier auch so einen Künstler, der Strandgut sammelt. Und daraus ein paar Skulpturen bastelt. Ja. So, jetzt gehen wir weiter. Hier hinten hat er auch so kleine Cabanas, die hier gemietet werden können. Jetzt mal Spaß wieder da, wo wir hergekommen sind. Im Millers Hotel. Da machen wir es heute ein bisschen anders. Ich gehe mal einmal kurz durch. Ich zeige euch da mal die Strandbar. Seht das auch hier. Am Strand. Noch relativ überschaubar. Heute ist Bazar. Immer Montag, Donnerstags. Und das merkst du auch an der Belegung der Liegen hier. Der eine oder andere wächst dann doch mal die Chance. Das Ganze für einen Ausflug zu nutzen. Ja, und die meisten machen das morgens. Da ist es noch schön angenehm. Da ist es voll auf dem Bazar. Und deshalb ist hier im Moment auch noch nicht so viel los. So, jetzt nehme ich mal mit in mein Hotel. Das soll so der coole Abschluss sein. Und das ist das Melas Hotel. Für die, die es nicht kennen, ja, die haben bisher hier umgebaut. Und ich wollte die ganze Zeit schon mal ein Video von einer Strandbar machen. Aber jetzt habe ich das mal hier live in der Farbe. Ich könnte da schön an der Dings sitzen. Die haben hier ganz tolle Sitzmöglichkeiten. Das schaffen auch ein bisschen mehr Platz als vorher. Und das ist wirklich schön geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher kennt, aber das ist wirklich gut. Ich sitze hier unter Bäumen. Habt ultra nette Kellner hier im Hotel. Über so kleine Sofas, wo ihr sitzen könnt. Ja, ich zeige euch mal den Ausblick, ob ihr das mal gesehen habt. Ja, hier sitzen wir ganz gerne und genießen einfach so ein bisschen das Strandfeeling. Du kannst hier runter nach Sili gucken. Und es ist wirklich eine schöne Anlage hier geworden. Nur so kleine Sitzecken mit Schatten, ohne Schatten. Auch große Möglichkeiten. Das heißt auch, wenn man mit größeren Familien, mit großen Gruppen kommt. Das ist unheimlich cool. Und was ich auch ganz toll finde, die haben hier hinten so einen Kräutergarten jetzt angelegt. Das heißt, für Cocktails und für die Strandbar züchten die sich hier die eigenen Kräuter. Das ist auch ganz cool.
Und ab und zu siehst du mal jemanden, der hier so ein bisschen pflücken geht. So. Wie gesagt, das ist die Strandbar hier. Ein schöner Platz. Ich trinke hier gerne einen Kaffee. Und guck einfach mal so, wer so vorbeiläuft hier. Schnack ein bisschen mit den Kellnern. Für mich einer der schönsten Plätze hier im Hotel. Gut. Ja, das war die kleine Morgenrunde. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mal mehr wissen wollt, einfach mir schreiben oder wenn ihr bestimmte Themen habt. Wie gesagt, ich hatte gestern den Kollegen mit dem Defner. Und wenn ihr sowas habt, sagt mir einfach Bescheid. Solange ich hier vor Ort bin, packe ich das einfach mal mit in meinen Videos mit rein. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Lasst mir ein Like da. Ja, euer Sven. Bis demnächst. Ciao.